Ich brauche Wolle. Ich brauche es einfach. Wolle, 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 Wolle. Wolle, wo ist Wolle? Ich brauche Wolle. Hier, da, habt ihr Wolle? Ich bin ein Wolleabhängiger. Hast du Wolle, blödes Schwein? Ja, Wolle. Oh, 3 Wolle, wie großzügig. Schafe bringen doch normalerweise 4 Wolle ein, also im besten Fall bringen sie 4 Wolle ein. Glaube ich zumindest, kann auch sein, dass ich mich irre und es nur 3 sind. Hier passt keine Wolle hin, zack, 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 zack. Jetzt brauchen wir jetzt 1, 2, 3, 4 Wolle. Ja, hier können wir auch noch ein bisschen Wolle hin tun, so, dann hier 1 können wir hier hin tun, dann haben wir 5, dann brauchen wir 5 Wolle noch. Und bei der anderen Seite müssen wir hier auch noch Wolle hinsetzen, damit es passt. Oh, da ist nur 1, na gut. So, jetzt nehme ich das mal mit. Unsere schöne Rose geht dabei mit. Okay, hier kann ich wieder den Dirtblock hinsetzen, hier auch. Wolle! Wolle! Muss! Wolle! Einsammeln! Nein, Wolle! Willst mich doch verarschen hier! Wolle! Hier noch ein bisschen Wolle? Nein, du Hühnchen! Komm her! Komm sofort wieder her! Nein, ihr bleibt da! Ihr bleibt da! Ihr bleibt da! Nicht entfliehen! Ihr frisst Gras, ja? Und entflieht nicht hier, ja? Nicht aus meinem einbruchsichersten Gefängnis! Vielleicht soll ich da so einen Dispenser mit Pfeilen tun, dass die Tiere, die da entfliehen, gleich Schaden kriegen oder so. Na gut, 3 Wolle ist besser als nichts. 1, 2, 3. 2 Wolle brauchen wir noch. Nur 3 Wolle sind's. Na, nimm mal dabei hier. Oh, so viele Melonen. Wir sind reich. Da können wir bald so einen Obststand aufmachen. Ich wollte schon Gemüsestand sagen. Oder es sind Melonen Gemüse? Nee, Melone ist doch ein Obst, oder? Keine Ahnung. Ja, eher ein Obst als Gemüse. Weil Obst schmeckt ja etwas süßlicher als Gemüse. Deswegen heißt es ja auch Obst, glaube ich. Also der Unterschied zwischen Obst und Gemüse ist, dass Obst süß schmeckt, soweit ich weiß. Kann auch sein, dass ich mich völlig irre. Ich bin kein Experte, also falls ihr das besser wisst, dann könnt ihr ja einen Kommentar schreiben und es mir sagen. Und wir haben einen Setzling. Wo haben wir den denn her? Naja, jede Menge neue Kakaobohnen. Schade, dass man uns keinen Kakao machen kann, indem man einfach Milch und Kakaobohnen in einen Slot legt. Das wäre auch schön eigentlich. Ich trinke ja wahnsinnig gerne Kakao, muss ich sagen. Kaffee mag ich nicht so, also ich bin eher so der Kakaotrinker als der Kaffeetrinker. Denn Kaffee schmeckt mir einfach zu. Da kriege ich Brechreiz, wenn ich den Kaffee schon rieche. So, jetzt pflanzen wir das neu, da ist gerade was nachgewachsen. Nimm das schnell mit, zack. So, neue Kakaobohnen für mich. Beziehungsweise für uns. Ist es gewachsen? Ja, das ist doch gewachsen, oder? Ich werde über mich herauswachsen, wie dieses Weizen. Ja gut, das heißt Weizen, ich sag Getreide dazu. Kann man den nennen, wie man es gern hätte. So, jetzt sind aber unsere Schafe nachgewachsen. Da kann ich ja gleich paaren mit dem neuen Weizen, was wir da haben. Oh, nein, Moment, ich wollte mir ja einen Kuchen machen, genau. Dafür brauchen wir mindestens 3 Weizen dafür. Okay. Ach komm, jetzt ist unser Inventar voll. Na, wir haben hier ein Ei. Kein Schaf. Schade. Ich schaffe es nicht, ein Schaf... kein Schaf, kein Huhn meine ich. Kein Huhn. Schafe schlüpfen ja nicht aus Eiern. Was rede ich denn da? Stell dich mal vor, ein Schaf schlüpft aus einem Ei. Und die Sonne geht unter. Ach, wie schön. So, jetzt reicht's aber. Zack, zack und zack und hier dann noch. Zack. Dann kommt hier das Dirt wieder hin und die Rose ebenfalls. Ja, passt.
So, jetzt schaue ich mir nach, wie es auf der anderen Seite aussieht mit dem Ranken, die wir hier gepflanzt haben. Naja, naja, naja. Man kann sich darüber streiten, ob es gut aussieht. Ne? Ihr, was meint ihr? Wie sieht es aus? Ich frag dich mal, du schaust die ganze Zeit schon darauf. Ach, jetzt nicht mehr? Bist du jetzt vielleicht oder was? Weil ich dich gerade ein bisschen getriezt habe. Komm mit, komm mit! Was wollen wir denn jetzt machen? Wir wollten ja jetzt einen Cobblestone farmen, genau. Machen wir das schnell. Ah, hier haben wir noch ein paar Steinziegel. Ich brauche jetzt eine Spitzhacke oder nimm mal gleich mehrere Spitzhacken dazu. Oh, hier ist die Truhe voll, mal wieder. Ich werde auch die Sachen dann aussortieren, aber das mache ich offscreen, weil es glaube ich nicht besonders interessant ist, mich da beim Ausmisten zuzuschauen. So, zack. Das kommt rein, Milch kommt rein. Das kommt rein. Das ist nur eine Feldhacke, okay. Ich dachte, das wäre eine Spitzhacke. Ach, lagern wir einfach mal alles rein bis auf das Holz. So, Fackeln brauchen wir auch noch. Auch wenn wir auf Peaceful spielen, aber ist ja auch egal. Für später halt, damit hier später nichts spawnen tut. Bei unserer Cobblestone-Farm. So, ich werfe mal einen kurzen Blick auf die bei der Spinnfalle vorbei. Ich glaube, vielleicht soll ich da sogar, vielleicht soll ich sogar da Spinnen, also das ganze Cobblestone farmen, damit wir das erweitern können irgendwie. Ja, oder soll ich es bei der Cobblestone-Stelle machen? Ich weiß nicht. Jetzt haben wir diesmal unsere Seerosenblatt-Dingsbums nicht genutzt. Blub, ich ertrinke! Blub, 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 blub. Also gut, dann gehen wir hier jetzt mal in unsere Ding rein, ne? Und schauen nach, ob wir noch eine Spitzhacke da haben. Unsere Diamanten. Und ich mache schnell Pause. Was sind wir denn? Wir haben hier eine Schere. Toll. Hätten wir gar keine kraften müssen. Nur weil ich es nicht verkraftet habe, hier hinzulatschen und mir eine zu holen. Naja. Schneebälle. Was wollen wir damit? Schneebälle. Wollen wir damit einen Creeper beschmeißen? Der wird uns ja auslachen, wenn wir sowas machen. So, ah, hier haben wir Kies. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir noch ein paar. Ne, ich nehme nicht die Diamantenspitzhacke, die hebe ich mir auf. Die möchte ich nämlich zu Stufe 30 verzaubern. 1, 2. 1, 2, 3. So, eine Holzspitzhacke. Ist zwar nicht gerade das Beste, aber wir haben momentan keine Kabels dabei. Ich kann eigentlich mal die Decke machen. Die haben ja geschlossen hier, wo wir das Portal gebaut haben. So, jetzt muss ich irgendwie mir wieder ein Thema einverlassen, bis wir diese Holzspitzhacke hier verbraucht haben. Wir waren im letzten Part bei, also im vorletzten Part, wie auch immer, welchen Part wir auch jetzt sind, wir waren bei Pokémon, meine Pokémon-Geschichte, wie ich zu Pokémon gespielen, Pokémon-Spielen angefangen habe. So, wir waren dabei, wo ich die Kristalledition gespielt habe und bei diesem Start, bei diesem Wander-Pokémon Entei. Ja, also nach Entei kam ich halt dann in die Stadt ein, in Viola City. Hab da meinen ersten also war im Knofenserturm natürlich drin. Den fand ich auch so richtig gut gemacht, den Knofenserturm. Der war ja damals nicht so hochaufwertig gemacht, wie er im Soul Silver war, oder ist. Und ich fand es richtig beeindruckend, wie sich diese Säule bewegt. Also in den vorherigen Pokémon-Teilen, da gab es ja noch keine, keine Sachen, die sich so in der Landschaft bewegt haben. Ich glaube, das war sogar das allererste Objekt, das sich bewegt hat. Diese Säule da im Knofenserturm. Ist auch wieder beeindruckend, was Kristalledition geleistet hat. So, nach der Kristalledition habe ich mir dann die Rubin-Edition geholt. Die habe ich mir von einem Kumpel geholt.
Und ja, also ich fand es allerdings nicht so cool wie die. Ich dachte schon, es wäre hier ein Tier, aber was hier nur. Also ich fand die nicht so gut, die Rubin-Edition, wie die Kristall-Edition, aber hat doch Spaß gemacht, die zu spielen. Was fand ich denn da cool? Also ich fand die neue, ja, also die Grafik wurde ja ziemlich verbessert. Wurde hier einiges verbessert, zum Beispiel das Wasser, das sah richtig gut aus im Vergleich zu den Vorgängern. Was auch sehr positiv war, die Häuser, die waren jetzt auch in 3D, kann man sagen. Man konnte jetzt hinter den Häusern durchgehen, was in den vorherigen Teilen nicht der Fall war. Ja, und sonst eigentlich kann ich, ja doch, das Tauchen fand ich ganz gut. Die Themen Taucher, die fand ich auch richtig genial umgesetzt. Das ist auch wieder ein cooles Feature von der Rubin-Edition. Nach der Rubino-Edition habe ich mir die Smaragd-Edition geholt. Die fand ich ein bisschen besser, aufgrund, weil es halt die Kampfzone gab. Die fand ich richtig toll. Vor allem, also am häufigsten habe ich die Pyramide gezockt, die Kampfpyramide und die Kampffabrik. Bei der Kampffabrik, da muss man halt immer mit so Pokémon auswählen, mit denen man dann kämpfen konnte. Und in der Kampfpyramide, das war halt so ein Dungeon, da musste man sich durchkämpfen. Habe ich allerdings nie geschafft irgendwie, keine Ahnung, ich habe es nie geschafft. Ich habe mich auch nicht so besonders damit... Also ich war damals nicht so ein fetter Profi in Saphir, also in der dritten Generation war ich nicht so ein fetter Profi, wie ich bei der Kristalle und bei der... Also bei der ersten Generation war. Und hier gehe ich nicht rein, weil wir sonst cheaten, weil hier normalerweise ja Monster sind. Reichen die Cobblestones? Ne, komm, nehmen wir noch eine Wand mit oder machen wir es noch eins höher? Wollen wir es noch eins höher machen? Ne, komm, lass uns, machen wir hier die Wand noch eins breiter. Oh, ich muss mal kurz einen Schluck trinken, Moment, ich habe hier eine Flasche da. Ah, okay. Ich habe mir jetzt immer was zum Trinken bereitgestellt, bevor ich einen Part anfange zu machen. Also ja, wo waren wir dann bei Smaragd Edition? Bei Smaragd Edition fand ich es auch cool, dass man gegen die Arena-Leiter nochmal antreten konnte. Und dass es einen anderen Champion gab als in den anderen Spielen, also als in Rubin und Saphir. Nebst den guten alten Vasili war es, glaube ich, ne? Naja, also ja. Nach der Smaragd-Edition habe ich mir die Feuerrot-Edition geholt. Die war auch richtig, richtig gut. Die habe ich gesuchtet, kann man sagen. Weil es ein Remake meiner Lieblingsgeneration war. Und die wurde auch richtig wieder gut umgesetzt. Wie die Smaragd-Edition. Von den Inseln war ich richtig begeistert, weil es die ja in den vorherigen Editionen, in den Editionen noch nicht gab. Das habe ich echt gesucht, da hatte ich Pokémon bis Level 70, ohne den Glücksei zu haben. Weil ohne den Glücksei, da wäre man jetzt aufgeschmissen. Also ich habe da ewig gebraucht, bis ich die Liga geschafft habe. Ich habe da so einen Monat oder sag mal, nee, ich glaube, das waren sogar 3 Monate gebraucht, bis ich meine Pokémon auf Level 60 trainiert habe, in der Siegestraße. Das hat mir auch sowas von gelangweilt irgendwie. Aber nach der Liga war es wie ein Traum für mich. Da hatte ich alle Möglichkeiten, da gab es auch neue Inseln dann zu erkunden. Und die fand ich auch wieder richtig geil. Also ja, also Rubin ist, also Feuerrot war eine meiner meine Lieblingsedition in der dritten Generation. Dann habe ich mal für einige Zeit kein Pokémon mehr gespielt, weil ich nicht so die Lust